Wir sind also jetzt bei Victory Lap 1. Mit Maggie. Ah, da ist die Musik. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Wenn es zu laut ist, bitte einmal in die Kommentare fetzen. Wir sind übrigens Scoopy. Mit allem drum und dran. Was man sich nur so vorstellen kann. Und natürlich, ich möchte versuchen, so oft wie es geht, den Run durchzumachen. Jedes Mal wieder mit dem Lamp. Ja, das nehmen wir mit. Ja. Kostet uns ja nichts, ne? Wir haben ja die Zeit. Das ist echt lustig. Gestern hat es übrigens draußen überall geschneit. Heute ist draußen die Sonne. Also ist total bescheuert hier momentan in Deutschland, das Wetter. Den hier nehmen wir mit. Also, die bringen uns alle nicht so viel. Oh, yes. Dankeschön, Dankeschön. Was war die hier nochmal? Card Mimic, okay. Big, ja. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Ich bin da versucht, einfach nur diese ganzen Items zu kaufen. Das hier. Den Charge und dann. Ja, man kann jetzt auch ein bisschen was in die Donation Machine packen. Ja, die ist schon kaputt. Super. Ich denke, das sollte für diesen. Nein, hier unten haben wir noch einen Raum. Ich darf nicht rechts auf den Bildschirm gucken, während ich zocke. Sonst wird das echt schwierig. Balls of Steel. Solide. Ja, was soll ich hier machen, ne? Lohnt sich alles nicht so wirklich. Wir müssen mal ein paar Ebenen tiefer kommen. Chip dab dab. So, ich mach jetzt mal ein bisschen Speedrun mäßig. Ich will nämlich den Boss Run, wow, den Boss Run kriegen. Gucken, dass wir uns dazu nicht zu sehr töten. Mann, wir haben volles Leben. Wir haben so viele Items. Ja, ich meine, mein Gott, ne? Ach, ich habe eins zu wenig. Eine Münze zu wenig. Wo gibt's denn sowas? So, direkt weiter. Wir haben halt alle Guppy-Items. Und schau. Hey, wie geht's? Holy Water! Da sage ich doch nicht nein zu Infamous. Das ist doch ein Item, das ich mitnehme, in jedem Fall. Guck mal, ist der Ton? Der Ton müsste echt perfekt passen von der Lautstärke her. Ansonsten korrigiert mich bitte. Also sagt zumindest, dass es nicht stimmt, weil korrigieren könnt ihr es ja nicht. Faith up! Auf geht's! Danke übrigens an Loki Coding für dein Follow. Der ist scheinbar heute Nacht irgendwie gefolgt oder so, da habe ich gar nicht gesehen. Oh, geil. Revenge Fly. Macht aber jetzt gerade halt nicht so viel Sinn, weil wir werden halt nicht so oft getroffen. Aber wenn, dann geht's ab. Wenn, dann lohnt sich's. Nee, danke. Auch nicht. Ich meine, hier kann man ja mal reinschauen. Oder auch nichts mitmachen. Ah, ich Idiot. Nein, das... Ah, guck mal hier. Ciao. Oh, geil. Keep of Meat.
und Krampus. Ich werde das nur mal aktivieren, damit es aus dem Itempool raus ist. Dann kriegen wir nächstes Mal nämlich die Kohle, wenn wir den besiegen. Die Kohle ist nämlich ein cooles Item, das ich gerne hätte. Puh, Alter, die Ebenen werden immer größer. Aber das ist man ja, das weiß man ja mittlerweile. Jera! Ich meine, wir können es uns halt mittlerweile leisten, die ganze Zeit so getroffen zu werden. Ah, ich hätte so Lust, ey. Aber wir brauchen ja eigentlich nichts von. Wir brauchen weder Seelenherzen, noch brauchen wir, noch brauchen wir ein Trinket oder sowas. Das ist Schwachsinn einfach, jetzt hier irgendwas zu machen. Den Goldraum würde ich gerne auf jeden Fall mitnehmen. Bevor wir hier weitermachen. Das ist ja die Frage, wo der ist, ne? Wahrscheinlich hier hoch. Ja. Hallo. Ja, das brauchen wir auch nicht mehr. Es ist so geil. Der Run fing ganz einfach an und ich habe mir so gedacht, ja, nimmst du mal Maggie. Du brauchst ja noch, ja geil, Balls of Steel, nehme ich mit. Du brauchst ja noch die, den Lamp quasi mit ihr oder allgemein den Satanraum überhaupt. Ja, nächsten Moment, den ich mich erinnere, ist Lamp ist tot und ich kann die Victory Laps machen. Und da habe ich jetzt echt Bock drauf. Mal gucken wir mal, ob wir vielleicht ein paar Victory Laps machen. Und dann irgendwie zu Delirium übergehen oder Hush oder Boss Rush. Okay, den werden wir wahrscheinlich so mitmachen. So, du bist hier auf der Seite. Ich glaube, es bringt gar nichts, wenn ich das Buch die ganze Zeit einfach benutze. Ich sollte das aufheben. Oh. Dieses doppelte Items pro Dings ist natürlich auch sehr, sehr geil. Dankeschön. Das können wir uns halt einfach leisten. So. Ach, wisst ihr was? Was hat der nochmal gemacht? Sweet Revenge. Ich nehme einfach mit. Müssen natürlich aufpassen, dass wir es nicht zu übertreiben. Und dabei drauf gehen, wenn wir das Game zu sehr ausreizen. Danke, die Bibel will ich nicht haben. Ich möchte mit ihnen nicht reden, Zeugen Jehovas. Ach, das war der falsche Raum. Man möge mir verzeihen. Überall liegen Herzen rum. Autsch. Aber ich kann es halt direkt wieder voll machen. Von daher. Oh, was war das hier? Ich mache mir mal nebenbei hier Dings auf. Das Item-Sheet von Isaac, damit ich gucken kann, was das war. Wie sah es aus? Hier so eine schwarze. Das kann man vielleicht. Vielleicht schnell finden, wenn ich Plague eingebe oder so. Hier, das ist ein Little Horn. Oh. Oh, das sieht sehr solide aus. Ist das das? Little Horn. Krass, tatsächlich. Ja, geil. Das ist ein geiles Item. Ewig nicht mehr gehabt. Ja, mein Gott, wenn es im Angebot ist, ne? Donation kann ich keine mehr machen. Ich habe mein Leben ist voll. Es ist so geil. Wir können hier nochmal reingucken. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht noch irgendwie krasser kriege. Vielleicht mit Technology oder sowas. Müssen wir mal ausprobieren. Einfach
Brimstone mag ich halt nicht wegen Aufladen und so. Müssen wir mal gucken, was man so für Items noch kombinieren kann mit unserem aktuellen Skill. Mit unseren aktuellen Items. Jupp, nehme ich mit, danke. Wo ist denn der Boss? Ach du Scheiße, ist das riesig. Sind das hier Necropolis 2? Ich glaube, so eine normale Ebene, oder? Dürfte eigentlich gar nicht so groß sein. Ich guck mal. Ah, hier kann ich rüber. Perfekt, und da ist auch schon der Boss. Da ist sie! Mutti! Ach, die rote. Ich liebe die rote Form. Weil die die ganze Zeit auch nur am Treten ist. Wir nehmen das. Wir gehen hier rein. Ja, nehme ich das Damage ab mit halt, ne? Die sterben alle instant. Hallo! Die Dukes. Also Guppi sind halt meine Lieblings-Items. Die sind halt sofort alle tot immer. Wo ist denn hier der letzte? Hallo? Ach da! Scheiß Vieh. Tschüss, Bloop. Hallo. Ja, pfeif du mal. Tschüssi. Wir haben alle. Boah, die Musik. Die Musik ist halt schon heftig. Hier ist doch wieder irgend so einer. Ich wusste. Oh, Fistula ist geil. Wenn man so viel schießt. Und die Revenge Fly ist jetzt draußen. Das ist das Geile. Yeah, come on, come on, give it all to me. Got you. Du, 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 du. Ah, ist das nicht bezaubernd? Nö, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. So, der Satansraum ist natürlich jetzt weg, leider. Hier können wir nichts weiter machen. Ja, gehen wir halt weiter, ne? Wenn wir unbedingt müssen. Also, es gibt auf jeden Fall so ein paar Items, die ich ganz gerne hätte. Ist das ein? Nee. Alter, ich habe ja auch durch dieses Big Beautiful Flies habe ich auch riesige Fliegen. Die machen ja nochmal mehr Schaden. Ist mir gerade aufgefallen. Die müssen der nur noch berühren und dann sind die schon tot. Den habe ich doch schon gehabt. Naja. Muss ja niemand wissen.
Und Shaoyi. Kurz mal an der Nase gekratzt. Und ich fürchte, wir müssen hier oben diesen kompletten Arm entlang gehen, um da runterzukommen. Ja, aber ich meine, was heißt ich fürchte, es dauert halt ein bisschen länger. Das ist gar nicht so das Problem. Unsere Fliegen beschützen uns. Hier? Nein. Nein. Das Active-Teil davon hätte ich gerne gehabt. Da bekommt man ja extra, irgendwie extra Stats ab oder sowas, glaube ich, war das. Wenn man dann bei der leeren Lightbulb, also bei dieser nicht leuchtenden Licht, Glühbirne, bekommt man dann quasi Bonus, wenn das Active-Item, also hier unser Buch, quasi leer wäre. Und bei dem anderen bekommt man halt dann Bonus-Stats, wenn das Active-Item voll ist. Und das bräuchten wir halt, weil unser Active-Item ist halt die ganze Zeit voll. Autsch. Jetzt wär's leer. Was soll ich denn damit? Das könnte auch endlich mal raus hier aus diesem Scheiß. Ich bin jetzt ein Bücherwurm. Oh Mann, ey. Man müsste mal irgendwas erfinden. Der Kaffee wird immer so schnell kalt. Ich habe keinen Untersetzer oder so. Okay. Ja, ich meine, wir haben fast 100 Münzen, ne? Oh, scheiße. Habe ich das kaputt gemacht? Man kann die kaputt machen? Ach, meine Lichtstrahlen können die kaputt machen. Oh, so wusste ich auch noch nicht. Ja dann, super cool. Alter, der Boss ist halt einfach ganz da oben. Danke, nein. Danke, nein. Ich habe das Gefühl, ich krieg viele Items doppelt. Aber sehr viele dieses Mal, nicht so wie sonst. Muss ich mal drauf achten. Ja, das ist ja egal hier. Guck mal, die berühren die nur und dann sind die schon tot. Ich brauche den ganzen Scheiß eigentlich gar nicht mehr mitnehmen. Ne, ich will ja noch ein Victory Lab machen erst. Und dann will ich eigentlich ins Void auch mal. Weil das Void habe ich, glaube ich, noch nie so richtig geschafft. Zumindest nicht bewusst. Scheiße. Die sind echt cool, weil die killen halt den ganzen Raum für uns. Hey, alles klar bei euch, ihr Kleinen. Little Haunteds. Der Boss ist immer so weit oben rechts und die Räume verirren voll. Autsch. Knapp. Ja, warum nicht? Zwar überhaupt nichts gebracht, aber... Ach, meine Balls of Steel, stimmt. Die darf ich natürlich nicht verlieren. Die retten mir bestimmt irgendwie noch den Arsch am Ende. So wie ich mich kenne. Ach komm, wisst ihr was? Autsch. Gib mir mal was Gutes. Ein Health-Up oder sowas. ...16 Minuten ist der Run jetzt erst lang. Und wir sind immer noch hier. Na komm. 99 Schlüssel, 99 Bomben.
das hilft mir halt alles nichts. Danke. Sehr cool. Oh. Nein, ich will meinen Cancer nicht verlieren. Hä? Wie konnten die mich denn immer noch treffen? Naja. Nicht mein Problem. Immerhin ist die Revenge Fly jetzt für den Rest des Flurs da. Hey Satan, wie geht's, mein Freund? Wir haben schon lange nicht mehr gechillt miteinander. Hey Satan, alles fresh bei dir? Wie geht's deiner Frau? Ach, ich würde hier halt gern rein. Aber eigentlich auch nicht. Ja gut, das ist egal. Full Health ist auch egal. Luck Up ist cool. Bringt uns halt alles nichts hier, der Rest. Wo ist meine Balls of Steel da? Steam Sale, klar, nehme ich mit. Der ist für den nächsten Run geil. Das sind so immer die kleinen Homing Bombs, sicher doch. Das sind immer diese kleinen Items, die dann die Freude machen und die Games cooler. Oh nein. Ich Idiot, das wollte ich gar nicht mitnehmen, aber ist okay, das kann man noch verkraften. Nee, Wooden Spoon nehme ich nicht mit, ich bin schnell genug. Das ist das, wenn ich aufpasse. Ich habe nicht gedacht, das wäre Mom's Pearl oder sowas, aber das wäre ja eigentlich ein Trinket gewesen. Luck Up. Retro Vision X. Friends till the end. Boah. Nein, danke. Nehme ich nicht mit. Jetzt will ich wirklich so Technologie oder sowas haben, weil so diese Laser-Tiers. Weil das nervt halt die ganze Zeit drücken zu müssen. Aber das ist ein Luxus. Luxusproblem. Ja, warum nicht? Immer ein bisschen Shotspeed noch gebracht. Ich komme einfach so rein in den Raum und dann... Oh. Hallo, alles klar? Tooth on Touch. Ja, oh mein Gott. Tut ja nicht weh, ne? Tut ja nicht weh. Trötet ja nicht weh. Die Bibel nehme ich nicht mit. Nicht, dass wir... Oh, scheiße. Nicht, dass wir hier noch sterben. Ah, da ist der Boss. Ja, ich hätte auch einfach auf die Karte gucken können, ne? Fällt mir gerade auf, aber... Wieso gibt's denn die Bibel hier so oft? Die will ich doch gar nicht haben. Mom kommt doch jetzt erst nicht mehr. Hey, wie geht's dir? Wir haben uns schon mal gesehen heute, habe ich gehört. Oh, was hab ich denn? Retro. Oh, da ändern sich immer ein paar Items, oder was? Beim Victory Lab habe ich das so richtig verstanden. Wusste ich auch noch nicht. Oh, mein Space-Item ist weg.
Ja, der Run ist jetzt nicht mehr so leicht wie der andere. Was war das hier? Ach ja. Okay, wir haben kein unendliches Leben mehr. Beziehungsweise hatten wir ja vorher auch nicht, aber... Wir brauchen ein paar Items, die uns ein bisschen weiterhelfen. Ich würde irgendwie gern in die Chest gehen, da alles looten. Und dann, nochmal zurück zu Satan und dann da nochmal alles töten. Ja, bringt das halt jetzt nicht so viel, ne? The Lovers. The Lovers. The Lovats. Und mein Kompass ist auch weg. Und ich bin sehr langsam. Hätte ich das gewusst, hätte ich den wunden Spoon genommen. Und ich kriege keine doppelten Münzen mehr. Und der Keywolf Meat ist weg. Oh oh. Ja gut, wir brauchen sie jetzt auch nicht wirklich, aber trotzdem, ne? Die Münzen nehme ich noch mit, wir haben ja nicht so viele. Ich denke aber immer noch, ich möchte immer noch einen Victory Lap machen nochmal. Mal gucken, wie viele wir hinkriegen. Ich denke mal, der Boss ist hier oben in die Richtung. Nein, aber der Shop. Ach, ich Idiot. Ob wir unendlich Restocks noch haben? Ja! Oh! Oh, Alter. Weiß nicht, was das macht. Was macht das hier? Oh. Aber das will ich gar nicht. Das Item nicht. Ich mach hier mal diese scheiß Dinger weg. Und werd dabei noch getroffen. Oh. Was ist denn der Boss? Der muss da drüben sein. Ah, so coole Items werden gelöscht und diese scheiß Cursed Charge Shot bleibt bestehen, ey. Das ist echt ein Witz eigentlich. Naja. Ich will mal nicht so sein. Ist jetzt nicht so schlimm wie irgendwas anderes. Luck-Up ist echt gut. Und das hier nehme ich mit Sicherheit mit. So. Sensenschüsse hätte ich gern. Weiß jetzt nicht genau, was das hier macht, aber... Ich nehme es gern mal mit. Doch Guppies Tail schon. Brauche ich doch nicht nochmal. Oder? Ich weiß auch nicht, ob der wieder weg ist. Jetzt, den sieht man ja hier, ne? Ne, den haben wir noch. Kann ich hiermit jetzt vielleicht hier drauf? Ne, ne? Ach was, echt? Cool. Aber es lohnt sich halt nicht. Wir haben ja halt, ne? Millionen von denen.
Ah, Jump, das ist natürlich cool. Oh, Alter! Niemand kann uns jetzt noch besiegen. Aber ich glaube, dass Delirium oder so nochmal ein bisschen schwer wird. Oh, Lockdown, scheiße. Ja, nehme ich mit. Das ist gut. Das ist echt gut. Ja, und dann kriegt man einen Drowsy, ne? Als bessere Pille. Früher war PhD echt mal gut eigentlich. Habe ich so noch in Erinnerung. Mittlerweile kannst du den echt vergessen. So, hier waren wir ja schon drin. Gehen wir direkt weiter. Langsam wird es echt eng mit den Herzen. Wir brauchen hier langsam mal was, was uns da was gibt in die Richtung. Vielleicht Book of Souls oder Book of Revelations oder sowas. Book of Souls. War das was? Oh, scheiße. War knapp. Short, vor allem Short Range Megatiers. Und jetzt haben wir so riesen... Riesen Range Megatiers. Es ist so cool, dass die drehen können quasi die, die du eigentlich nicht treffen kannst, die können die treffen. Diese leuchtenden Tränen. Die zerstören aber auch halt alles. Das ist echt geil. Ja, geil. Zwei Schlüssel. Aua. Give Sex. Give Sex. Ja, das ist ein Prostituierte hier. Oh. Ja, das war genau das Item, das ich meinte. Mitunter. Wir sind wieder im Game. Wir müssten halt einfach nur mal sorgfältiger spielen. Dann würden wir wahrscheinlich auch nicht sterben. Aber ich meine, wo bleibt der Spaß, wenn man dann nicht mal hier durchrennen kann? So, und der gibt Säcke. Das ist hervorragend. Ich frage mich, wie viele Victory Laps man machen kann. Ach komm, scheiß der Hund drauf. Huch. Boah, geil. Geil, ich freue mich gerade voll. Ciao. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Geh ich runter. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Judgment. Two of Hearts. Ja, drop it. Drop it, bitch. Drop it. Drop it. Oh, guck mal, der Boss, der Dingsraum ist gleich hier vorne. Will ich mal nicht so sein. Ah, scheiße. Frag mich, ob ich die auch zerstören kann mit der, boah. Yo, listen. Wir kommen hier bei, ups, bei Zelda. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Überlegen, wie ich das mache. One plus one boom.
Hier habe ich einen Coupon. Den Coupon habe ich auch noch. Crystal Ball. Und der hier ist auch nicht gechartet, ne? Nee. So ist aber eigentlich ganz okay. Oh, kann man hier jetzt alle rerollen? Das will ich probieren. Alter. Ich sag nichts. Ich sag dazu nichts. Das ist halt... Yo, listen! Hey. Ein paar Münzen sammeln, um das mal auszuprobieren. Ach stimmt, der sagt mir ja, wo die Secret Rooms sind. Ich guck nochmal hier ein bisschen nah durch. Nein. Hey. Ja, die ist ja super nutzlos. Oh, wir können auch mittlerweile zwei Karten halten. Danke für den Tipp. Was? Ne, der fliegt doch wieder wohin, oder? Ja, mein Gott. Nehmen wir den auch noch mit. Man darf ja nicht wählerisch sein. Autsch. Der hat mir doch schon. Oh, der ist noch gar nicht gesprengt. So, jetzt haben wir wieder 33 Münzen. Dann gehen wir doch mal gucken, ob das jetzt klappt. Haben wir 39? Alter. Die kann ich jetzt zweimal nehmen. Nee, das geht scheinbar nicht, hä? Aber jetzt mit dem D6 da drüber rollschen, das wäre so geil. Dann, oder was ist das hier? Money Talks. Ach stimmt, das war zum Türen öffnen mit, ne? Two of Clubs. Ja, ist okay. Ich denke, das reicht auch für die Ebene hier. Was hatten wir hier nochmal? Nee, danke. Das reicht für die Ebene. Auf geht's. Next. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich stehe voll auf Luck ab, weil dann... Oh, was hat die denn nochmal gemacht? War das Milch? Das war die Milch, ne? Soymilk. Minus 80% Damage Down. Ne, das nehme ich definitiv nicht mit. Das ist das, wo man so schnell schießt. Ich bin sehr zufrieden gerade mit dem, was wir hier haben. Wir haben 30 Damage. Ich denke, das kann man für sich selbst sprechen lassen. Ansys. The Hierophant. Hallo Mom. Nee, das macht mir den Run kaputt, oder? Wenn ich jetzt den G20 nehme. Och Mann.
Ich weiß doch auch nicht. Wenn ich den jetzt nehme. Ich nehme den nicht, oder? Ach, scheiße. Nee, ach. Nee, wir sind gut genug. Man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Und das ist halt schon sehr gut, muss man einfach mal sagen. Wir wollen ja noch ein bisschen was ausprobieren hier, die Victory Labs. Wir wollen uns jetzt nicht zerstören. Und der hätte es uns auf jeden Fall zerstört, das kann ich euch garantieren. Ups, hallo, wie geht's dir? Oh, Yara, das ist ja geil. Okay, nichts mehr aufheben. Autsch. Oh, Junge, Junge, Junge. Versuche nichts aufzuheben, aber es ist natürlich auch echt schwer. Au, da war knapp. Hey Steven, ups. Autsch, Steven mag mich nicht. Hey, wie geht's? Hey, alles klar. Hey, alles klar. Hey, alles klar. Wer kommt als nächstes? Da ist noch einer da. Oh, das war's schon. Schon. Komm, wir nehmen Robo-Baby mit. Mann, und Yerrod raus. Die Empress ist egal. Die Empress ist egal. Justice. Justice. Two of Clubs ist egal. Was ist das hier? A Card Against Humanity. Ach du Scheiße. Ja, ist aber egal eigentlich, ne? Das Stars brauchen wir auch nicht. Komm, ich muss einfach nur drüber fliegen, dann gehen die alle kaputt. Aber ist jetzt auch, glaube ich, nicht so spannend. Das haben wir. Temperance brauchen wir auch nicht. Es ist so geil. Ja, ich meine, wir haben auch jetzt schon wieder fast 100. Oh. Passt das? Was habe ich denn als Temperance? Okay. Ich nehme die beiden mal mit. Damit ich hier auf der Ebene. Jawohl. Ist das geil. Ach, das war der. Okay. Ah, scheiße, dann komme ich hier wieder raus. Die mit dem Item, mit dem. Oh. Mit den Items meinen sie es auch echt gut dieses Mal. Wo ist denn der? Da unten müssen wir hin. So, das war's. Mit dieser Ebene. We are ready to roll.
gerade mal wieder ein bisschen gerade hinsetzen. Mein Arm schläft immer ein, wenn ich den hier so auf die Tischkante lege. Deswegen ist immer so eine Sache. Aber es ist halt bequem irgendwie. Wer hätte es gedacht? Hey, hey, was geht? Ach du Scheiße. Ja, brauchen wir alles gar nicht mehr mitnehmen eigentlich. Ich würde gerne... Ah, okay. Wir haben ja die komplette Map. Sehr schön. Hä? Ach so. Ja, ich weiß nicht. Ich denke hier, die goldenen Truhen sollte ich noch öffnen, oder? Um zu gucken, dass da nicht zumindest... Nee, noch ein Dings drin ist. Ein Item. Wie der jetzt hier. Na, warte mal. Ach, der ist... Der nimmt auch Dings. Die Herzen? Okay, wusste ich gar nicht. Ich dachte, der macht jetzt nur meine Rotherzen weg. Gut, dann lassen wir das sein. Nope. Nope. Yes. Nope. Ich meine, was soll jetzt noch passieren, ne? Wir können jetzt eigentlich sowieso nur noch den Joker-Raum bekommen. Ich denke nicht, dass der uns jetzt noch verwehrt bleibt irgendwie. Wüsste doch nicht wieso. Seelenherz. Ciao. Das wäre jetzt irgendwie witzig, aber... pass auf, ich nehme den hier mit. Der sammelt ja Herzen, das ist ganz gut. Weil dann kann ich... Ich brauche ja nichts mehr aufheben, ist ja... Ich habe ja... Es ist ja... Ich bin ja voll. Oh, wer sagt denn hier nein, bitte? 34,76 Schaden, ey. Glaubt mir doch kein Schwein. Ja, lass liegen. Ja, Poison Touch, warum nicht? Den nehme ich auch nochmal mit. Mystery Sack. Frag mich wirklich, wie viele Victory Laps kann man machen? Wir werden es heute herausfinden. Stream läuft bis morgen. Wo ist denn? Warte, ich sollte mal die Karte gucken. Ach, der ist ja. Die habe ich ja gar nicht mehr. Wo ist er denn? Da unten. Ich mache einfach die Dinger jetzt kaputt. Müsste doch auch noch gehen, oder? Ah, ja, so. Oder so. Karte. The Empress. Ach, guck mal, da ist sogar auch schon der Chef. Und er meint, hier wäre der Geheimraum. Ich weiß nicht, brauchen wir den Cancer noch? Eigentlich nicht, ne? Aber er ist eigentlich auch zu schade, um ihn wegzuschmeißen. Der, wie schnell, das ist halt schon ein Unterschied. Ich nehme den wieder mit. Hey, oh. Na, das ging jetzt fix. Das ist ja Delirium. Da unten ist der Void, aber wir wollen ja eigentlich, nee, wir wollen ja Victory Laps machen. Kommt man aus Delirium? Ich muss das gerade mal kurz googeln. Oder weiß das jemand von euch im Chat zufälligerweise? Kommt man aus Delirium wieder raus, dass man da irgendwie, wieder zu Satan zurückkommt? Weil ich will ja noch ein Victory Lab machen danach. Also der kann transformieren. Da.
Also Delirium kann halt in die Form von Satan auf jeden Fall, aber ich glaube... Ja. Was ist hier das? Ach krass. Ich guck nur mal in den Chat. Niemand. Ich denke nicht, dass man hier mal rauskommt. Es gibt hier einen Portal Spot. Sonst wird hier ja was stehen von Victory Lab. Es gibt auch viele Bugs zu dem, aber ich denke nicht, dass er das macht. Deswegen ist der schon mal raus. Wir werden den am Ende, denke ich, mal machen. Aber fürs Erste, ich habe das Negativ, habe ich noch. Let's go. Ich habe auch Lust, die Chest nochmal zu machen hier mit dem Run. Ja, es ist halt so, ach, man hat die Qual der Wahl. Guck mal, man kann hier... bisschen am Aussehen ändern, aber ist ja auch egal. Autsch. Das sind die einzigen, die nicht sterben durch dieses Teil. Aua. Wo ist der andere? Boah, Mann. Warum nicht? Ich meine, ich will alle Itempools auslooten und gucken, dass wir alles rausbekommen. Ich muss irgendwie noch überlegen, wie wir an den Angel Run drankommen. Vielleicht gucken wir mal, dass wir nächsten Run keine Satan-Deals annehmen. Vielleicht, das müsste ja bei einem Victory Lab noch klappen, oder ist der dann versaut von den vorherigen Trades? Das weiß ich gar nicht. Das müssen wir mal ausprobieren. Ja, mein Gott. Kostet ja nichts. Ach, dann ist Hall of Babylon ist ja weg, stimmt. Okay, merke ich mir. Sollte ich eigentlich wieder loswerden, das Herz irgendwie. Hauptsache, das Item ist raus aus dem Pool, dann nehme ich doch die 25 Coins mit. Ah! Nein! Scheiße, den habe ich zu spät gesehen. Yara? Hagalas. Peace Satan, wie geht's dir heute? Schon ein paar Mal gesehen, habe ich gehört. Hey, wie geht's? Alles klar, wie geht's deiner Frau? Lang nicht gesehen, Bro. Bums. Bums, bums. Und weg. Ich sehe ja gar nicht, was da so ist. Wir haben viel zu viele... Hallo, wie geht's dir? Lang nicht gesehen. Was hat sich jetzt geändert? Ups. Ich weiß es wirklich nicht. Lass uns das mitnehmen, das ist besser. Oder war das andere die Satanic Bible? Ja, nehmen wir die mit. Noch besser, weil die geben ja die schwarzen Herzen und die schwarzen Herzen machen wenigstens noch ein bisschen Schaden im Raum. Ich sollte die Münzen eigentlich alle einsammeln, nur um für die Luck-Ups. Boah, wir sind aber bei 11 schon. Kann ich das rerollen? Nö, ne? Kann mal kurz hier, so, ne? Ich will in eine andere Ebene, damit ich sehe, wie viel Herzen ich habe.
Kann man unendlich Victory Labs machen? Ich bin jetzt schon The Lost scheinbar, also ich bin gar nicht mehr hier. Da hat jemand was geschrieben in Reddit. Könnt das keep going as soon as the Labs video ask if it's a little lab just now, so if you get asked again starting from your first lab you're taking full hearts of damage permanently. The timer wird jedes Mal zurückgesetzt. Ja, die Items, die man vorher aufgehoben hat, die werden in den Item Pool zurückgesteckt. Okay, man. Ja. Man verliert Items tatsächlich. Shit got real as soon as I turned into the loss. If not for finding 9 lives twice during my playthrough, I've been out a while ago. I believe you turned into Lost no matter who your original character was. I was Eden and someone another third became Lost from Apollyon. Ich guck mal gerade, ob das gewollt ist, dass ich keine Herzen hab. With no health and cannot gain health by any means. Oh. Shit got real, sagt er. Ich kann keine... Okay, das Item ist total nutzlos geworden. Wir sind nämlich zu lost geworden und wir werden von jedem Hit sterben. Das heißt, wir müssen jetzt echt aufpassen. Okay, gut zu wissen. Einfach draufrotzen und alles töten. Wir waren ja auch eigentlich genug Schaden, dass das möglich sein... Eine Sekunde. Ich hab grad... Warum geht das denn da so runter? Oh! Ist das noch drin? Ja. Passt noch. Ich habe gerade aus Versehen den Dings fast runtergerissen. Ich habe gerade fast aus Versehen den Router runtergerissen von der... von... Ah, vom Schreibtisch. Ich muss da echt aufpassen, was ich mit meinen Füßen mache. Ja, kann ich das dann machen überhaupt? Scheinbar ja. Hauptsache mehr Leben, oder? Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Also scheint da jetzt kein Problem zu sein, dass ich die aufgehoben habe. Den Shop würde ich gern mitnehmen. Ich mache das hier trotzdem immer mal. Vielleicht bringt das ja was. Ich hoffe es zumindest. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir getroffen werden, ist ja sehr gering. Trotzdem werde ich es nicht herausfordern. Goldraum. Mein Gott, von mir aus, nimm, komm mit.
Mein Cancer ist weg, deswegen bin ich schließlich so langsam. Hab ich den irgendwo liegen gelassen oder ist der... Ah, hier. Jetzt macht's auch wieder Sinn. Ich dachte gerade, hä? Oh mein Gott. Kein Shop. Okay, kein Shop mehr für uns. Ich bin echt gespannt, was jetzt gleich passiert, wenn wir das nochmal machen. Ich denke, dass wir auch so gut wie immun sind, aber dass wir den Schaden nur dann von sowas bekommen können, wie wenn wir jetzt hier in so einen Raum extra reinlaufen oder jetzt irgendwas explodiert, denke ich, oder so. Ich weiß nämlich gar nicht, ob das dann auch jetzt überhaupt, ne, Schaden machen kann. Ups. Wenn der mitkommen will, soll er mitkommen. Purity. Hallo, wie geht's? I might as well die alone. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir nur ein Herzen haben. Dafür kommt... sind doch schon mal getroffen worden, oder? Oh, hier ist fast, ja. Ich würde es einfach gerne mal ausprobieren, aber ich denke, das wird schon noch früh genug kommen, oder? Komm, wie viel wir hier abpicken? Das war jetzt ein krasser Deal. Ach, scheiße, ich wollte ja Satans Ding machen. Naja, ist okay. Machen wir nächsten Run. Also nicht Satans Run, sondern Angel Room. Ach Gott, ob der mich noch erhört. Ja, wenn ich mal was anderes für meine Tränen bekäme, dann würde ich vielleicht sogar Cancer liegen lassen. Dann würde ich vielleicht nochmal ein anderes Trinket nehmen. Ich fürchte aber, dass es wahrscheinlich eh irgendwann mit einem anderen Run resettet wird. Ich habe das einfach so im Blut. Nehme ich nochmal mit Tammy's Head. Es ist ein Traum, weil Damage wird ja nicht gekappt. Das heißt, das kann unendlich lang so weitergehen. Und jedes Mal ist Tammy's Head quasi wieder in den Truhen drin. Nach jedem neuen Lab. Das ist einfach nur insane. Wo? Ah, schon tot. Nein, danke. Nein, danke. Ja, warum nicht?
War das nicht das, wo dann die Tränen zerschießen und da kommen Spinnen dabei raus? Oh, wir haben gar keinen... Wo haben wir denn unser Dings hingetan? Unser Space-Item ist weg. Oh ja, dann. I couldn't care less. Nee, nehme ich nicht mit. Ihr wollt es wirklich wissen. Ihr wollt es einfach wirklich wissen. Oh, ho, 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 ho. Ja, warum nicht? Wenn mir das schon angeboten wird. Alter. Die gehen auch scheinbar nicht kaputt durch diese Blitze. Ja, ich meine, es ist ja auch okay, wenn alles andere sofort stirbt. Oh, scheiße. Die könnte mir zum Beispiel auch Schaden machen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob Lost überhaupt noch Schaden bekommen kann. Kann man vielleicht als Lost einfach nur noch gewinnen? Weiß ich jetzt nicht. Alle Sachen, die ausprobiert werden müssen. Hallo. Hi Mom, alles klar? Oh, 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 oh. Stimmt, wir kriegen ja jetzt jedes Mal beide. Wie geil ist das denn? Und wir kriegen vor allen Dingen, jetzt kriegen wir den Key. Und ein Boss Rush nochmal. Oh, was war das nochmal? Was war das nochmal? Das würde ich jetzt wissen, weil das war... Ich habe es cool in Erinnerung, aber es kann natürlich auch total scheiße sein. Shooting One Direction gives a fire rate. Oh. Nehme ich mit. Das nehme ich mit. Weiß nicht, ob das was bringt jetzt hier, während ich quasi... während ich... ne? Naja. Mit dem Aufladen bringt das, glaube ich, nichts, aber. Wen interessiert's? Stirbt ja eh alles. Oh, ich habe jetzt gerade den Chat gar nicht mehr offen. So, jetzt wieder. Jetzt ist alles wieder im Lot. Ihr so? Ich meine, einfacher kann man es halt eigentlich auch nicht haben, ne? Aber wir haben ja auch Großes vor, da muss man jetzt auch mal ein bisschen... Oh, war es das? War es das? Ich nehme jetzt nichts mehr, ohne zu wissen, was genau es macht, weil sonst könnte mir alles zerstören an dieser Stelle. Und jetzt einfach sterben ist halt echt scheiße. Da. Oh, wie geil ist das denn? Alter. Holy shit. Guckt euch das mal an. Die kommen auf der anderen Seite einfach wieder raus. Leck mich am Arsch. Yera! Oh, ich denke, das lassen wir einfach alles liegen hier, oder? Nochmal Yera. Ja, ich meine, ich kann jetzt mein...
Ich hör noch nicht mal mehr den Sound. Von dem Aufladen hier. Ich habe jetzt zweimal die Emperor-Karte. Das ist sehr gut. Die nehme ich auch, glaube ich, mit. Alter, die Schüsse. Die fliegen auch vor allen Dingen unendlich lang, oder was? Ah ne, bis meine Range aufhört scheinbar. Wir hatten ja mal Short-Range-Megatiers, aber das ist jetzt schon ein paar Runs her. Die sind, glaube ich, noch gefährlich. Aber ich habe... Ah, jo, komm. Ach komm, wir können ja auch den hier machen. The Bloop. Scapula. Und du auch. Jetzt haben wir den Key. Sehr schön. Dann hat das mit den Angel Runs ja doch noch funktioniert. Ja, jetzt habe ich natürlich auch den Dings halt liegen lassen. Die andere Karte, aber ich denke, das können wir überleben. Kann ich die... Ups. Ups. Oh! Da ist er wirklich gestorben. Aber gut, ich denke, was soll passieren, ne? Wir haben 13 Runs. 12 noch. Mit Dead Cat, das kann ja nichts passieren eigentlich. Wie geil. Also für uns das Ziel, also jetzt Dead Cat holen. Pay to win. Also wenn wir jetzt Dead Cat holen, dann haben wir quasi für unendlich gewonnen, oder? Was macht das hier? While held, restock boxes will always spawn in item rooms. Okay, was das auch immer heißt. Ich werde es mal. Ach so, es gibt ja auch keine item rooms mehr. Es lohnt sich dann auch gar nicht mehr. Ja dann. Hallo Mom. Aber das hat mir jetzt nicht geholfen, hier wieder reinzukommen. Ich könnte jetzt Delirium töten. Aber will ich gar nicht. Ich will noch ein Victory Lab machen. 10 müssen drin sein, oder? Ich sehe gar nichts mehr, wenn die hier fliegen. Alter, die zerstören sogar... Das ist es, was ich wollte. Kann mal kurz gucken. Oh, das gibt echt einen guten Boost. Aber ich finde Cancer immer noch besser, oder? Guck mal. Das ist viel geiler, weil ich da viel mehr von schieße. Ich glaube, das hat einfach den besseren Effekt auf Langfrist. Yes, Answers. Ich glaube, ich mache die Karte einfach mal groß, oder?
Hey Satan! Einfach mal so wild hier reingeschossen jetzt überall. Da müsst ihr ja sofort tot sein, ja. Gehen wir direkt zu seinem Opa. Oh. Wir könnten jetzt zu Mega-Satan gehen. Aber das will ich ja nicht. Kann man da Mega-Satan auch Victory Lap machen? Das will ich wissen. Lustige Sachen hier, ey. Gibt also sehr viele Infos hier. Wir haben noch Poison. Ach, guck mal, ey, was wir alles hier haben. Gibt's hier einen Joker? Da gibt's ja wirklich. Ach, die Mom ist noch hier. Insta-Dev. Das hat nichts mit Instagram zu tun. Ja, wo ist denn hier? Ansys hätte ich gern. Ich frage mich, ob im nächsten Victory Lab Mega Satan jetzt noch offen bleibt. Oh ne, den nehme ich nicht mit. Oder ob der, ob der zu ist wieder und wir wieder die Angel Rooms holen müssen. Was aber kein Problem sein dürfte. Weil wir ja... Boah, Alter. Weil wir ja noch dieses zweischichtige Item haben, das uns quasi ermöglicht, ja Angel Rooms und Devil Rooms zu sehen, und deswegen könnten wir das ja wahrscheinlich so ganz problemlos schaffen. Nein. Nein, definitiv nicht. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo reinlaufe. Oh, 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 oh. Ansys, der Boss ist hier. Sehr schön. Nimm mich mit. It's your death, my friend. It's your death. Errungenschaft freigeschaltet. Rerun. Oh, verfickte Kacke. Ah, Dings ist endlich weg. Cursed Eye Dings, aber... Oh, meine Dings ist auch weg. Oh, wir brauchen dringend gute Items, neue. Alter, wie viel der gelöscht hat. Alter. Guck mal, die sind immer... Ach, sehr lustig. Ich weiß nicht, wie viele Leben wir jetzt noch haben. Ich bin mir da erst wieder sicher, wenn wir die Dead Cat haben. Fliegen wir noch? Ja, wir machen gerade noch auf Guppy. Wenn wir die nicht mehr hätten, wäre es echt ärgerlich. Hagalas. Hagalas. Bombs Aki. Hat jetzt nicht so den Unterschied gemacht, aber... Wenn das Spiel meint... Es gibt keine Shops mehr, das nervt mich. Ärgerlich, ein bisschen.
Und ich weiß nicht, woraus diese fünf Dings-Edge bestehen. Diese fünf Wiedergeburten, sage ich jetzt mal. Bonusleben, wie man es nennen mag. Kann ich nicht sagen. Ja, das muss ich jetzt nicht machen. Ich glaube, ich kann in der Blutmaschine auch nicht spielen, oder? Ich will es nicht ausprobieren. Wir haben auch nur noch 5 Damage. Und kriegen hier verdammt nochmal geil. Und hey, listen ist auch weg. Das Black Hole hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber okay. Conjoined. Let's go. Der vierte Victory Lab. Es wird nicht leichter, muss man ehrlich mal dazu sagen. Also. Oh. Was ist die Truhe nicht wert? Wir müssen uns ziemlich konzentrieren mittlerweile wieder. Deswegen brauchen wir dringend mal ein paar bessere Items. Ich frage mich, ob man es hinbekommt, von The Lost wieder wegzukommen. Ich glaube nicht, oder? Warum mache ich den Raum hier eigentlich? Oh, ja. Ich kann nicht mal den Dime mitnehmen. So gerne ich auch würde. Oh, fuck. Das war immer noch die Dead Cat. Okay. Dann habe ich es scheinbar doch noch. Aber ich hätte es ja gern nochmal. Das hilft mir ja jetzt nichts, ne? Das hat mich jetzt nur langsamer gemacht. Das hätte ich nicht mitnehmen sollen, scheiße. Oh, genau deswegen. Scheiße, komm, jetzt müssen wir das machen. Nein, ohne Cancer, oh nein, ey. Jetzt haben wir uns, glaube ich, ins K.O. gespielt. Oh, der hat so viel Leben. Ja, Pretty Fly, geil. Och Mann! Das kannst du mir nicht erzählen. Wir haben nur noch ein Leben, Alter. Scheiße. Gib mir bitte irgendwas Gutes.
Wo ist der Boss? Der Boss ist da unten. Boah, aufgepasst, Leute, aufgepasst. Noch gehen die Ebenen, ja. Oh, das mit den magnetischen Tränen war nicht so clever, glaube ich. Wobei die dann halt auch ein bisschen in meine Fliegen reingezogen werden. Also wer weiß, ob das gut oder schlecht ist. Das setzt sogar das Loch außer Kraft. Ach du Scheiße. Okay, das ist nicht schlimm. Ich hab gerade gedacht, wenn das mich jetzt gekillt hätte. Weiter geht's. Noch ist nicht Ende. Ich gebe mein Bestes. Ich meine, der Run läuft jetzt halt auch schon seit ein paar Stunden. Also ich will nicht, dass der jetzt kaputt geht, sage ich mal. Aber meine besten Items, die ich hatte, sind halt weg, ne? Das bringt hier überhaupt nichts. Ich mach's immer trotzdem, weil, keine Ahnung. Der Hasch hilft mir auch. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Nicht gegen diese Dinger laufen. Oh, das... Ach, Hasch ist das. Ich dachte gerade, hey, was habe ich denn da für Famulas, die mir hinterherfliegen. Okay, Goldraum ist da oben. Nehme ich mit. Wenn da jetzt die Dead Cat drin wäre, dann wird es wenigstens viel, viel, oh, geil. Es wird viel, viel Stress quasi rausnehmen. Nein, das ist jetzt echt scheiße. Ach nein, ich versau mir den ganzen Run. I'm signing off, bitch. Oh mein Gott, ich bin wieder Dings. Oh mein Gott. Nein, auf keinen Fall. Ich meine, gib mir ein paar Herzen und das könnte wieder was werden.
Okay, die kriege ich nicht kaputt. Ich bin nicht mehr The Lost. Natürlich echt hart. Es klappt wieder mit den Herzen, ist das geil. Oh, leck mich am Sack, ist das geil. Oh, Konzentration. Macht zum Glück noch gut Schaden. Okay, ich gehe direkt Richtung Item Room. Ich kann nicht mehr aufhören zu schießen. Das kann gut sein, das kann auch schlecht sein. Mit dem magnetischen Tränen auf jeden Fall echt krass schwer. Nein, das war die falsche. Ich will One That Makes You Smaller und nicht One That Makes You Larger. Das brauche ich nicht. Ich brauche das Black Hole nicht, also ganz ehrlich. Nein, aber es ist so schlimm, weil wir leben. Wir leben. Jetzt will ich die Dead Cat nicht mehr. Das ist jetzt interessant. Midas Touch. Oh, die sind diesmal aber einfach total... Oh, total nicht wert. Ich denke, das lasse ich. Oh, hätte ich jetzt den Dings zuerst gehen sollen, ne? Scheiße. Okay, dann machen wir das. Keine Ahnung, oder keine Items, die mir in irgendeiner Richtung Leben versprechen. Wo ist denn das Vieh? Da unten. Komm her. Aber der bringt mir nicht viel, weil ich habe nur einen Herzcontainer. Ups. Das war sehr, sehr dumm. Scheiße.
Ich hab gedacht, ich könnte es vielleicht noch wenden. Alter. Ist ja nicht unmöglich, jetzt den zu besiegen, oder? Je nachdem, wer es ist. Oh. Oh, scheiße, ey. Oh, ist jetzt so schwer. Ich glaube, ich mache mir gerade meine eigene Challenge. Naja, jedenfalls, wenn ich jetzt sterbe, ist es aus. Dann ist kein Zurück mehr. Das ist so knapp. Oh, ich hab... Oh, oh, oh. Mein Runengenerator rettet mir gerade echt den Arsch. Das ist alles andere als leicht. Komm, kill ihn einfach bitte, danke. Aber, ja. Ob wir das hinkriegen? Das hat mir jetzt gerade auf jeden Fall mehr Zeit verschafft. Ah, scheiße. Ich muss hier wahrscheinlich durchstehen, ne? Ach, der ist fertig. Oh, ein schwarzes Herz. Der kann ja eigentlich nur hier oben irgendwo sein. Ich versuche hier die ganzen Feuer aufzusprengen für Herzen. Oh, ist das geil, es klappt. Wo ist denn mein... hier. Ich schieß mal in die andere Richtung. Wir sind back in game. Und hier sind noch mehr, ist das geil. Das ist so geil. Oh. Okay. Es ist einfach nur krank.
was hier gerade abgeht. Selber Raum nochmal. Hey, komm her. Nicht weglaufen. Okay. Und wieder einen mehr. Live long and prosper. Ich bin ja fast schon versucht, dann gleich noch ein Victory Lap zu machen, ne? Das war jetzt doof. Das ist halt echt hart jetzt. Aber nicht unschaffbar. Ist das geil. Oh mein Gott, ey. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir das bis hier nochmal schaffen. Bombs are key. Okay, die Tür ist also auch zu. Das heißt, die Schlüssel werden nicht übergreifend gespeichert. Auch nicht bei einem Victory Lab. Gut zu wissen. Nee, danke. Ah, vielleicht kriege ich hier endlich mal ein gutes... Oh, scheiße. Ein gutes Spacebar-Item. Und da geht's wieder geil. Was ist das hier? Ach, das, okay. Ja gut. Kann ja nur noch beschissener werden, ne? Das Spiel meint es gerade so gut mit mir. Ja, von mir aus. Ne, ich will noch ein bisschen weitermachen. Ich brauche noch ein paar Items, weil wenn ich jetzt noch ein Victory Lab starte, bin ich tot. Ich komme gar nicht rein durch die Tür mehr. Oh mein Gott. Man kann das ja eigentlich schon endlich wirklich dann machen. Yera. Scheiße. Okay, man muss schon, also ein bisschen vorsichtig soll ich dann doch noch bleiben. Nee, den will ich nicht. Speeder. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich bin langsam selbst auch beeinflusst von diesem, von den magnetischen Tränen. Was war denn das nochmal? Es war Antimatter, aber was hat das nochmal gemacht? Nicht? Ah, doch hier. Ach, Anti-Gravity. As you hold down the fiber, the shots will float in the same place until you release the... Oh nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall das Item nehmen. Das ist noch schlechter als das, was wir jetzt haben. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt funktionieren sollte. Kombiniert. Könnte man eigentlich mal ausprobieren, oder?
Herzen. Oh, Pilz, 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 Acid Baby. Ja, das ist doch schon mal was Gutes hier. Guck mal, und er schießt, während er unbesiegbar ist. Ist es denn zu glauben? Ich bin damit quasi jetzt, guck mal, ich muss ja nur noch das jetzt machen und dann reinlaufen. Das kann ich zwar nicht in jedem Raum, aber in vielen. Das ist jetzt schon geil. Das nicht mehr. Oh mein Gott, hallo. Ah ne, und komm, dann gehen wir da gerade mal hier durch. Autsch. Toxic Splash Damage. Sure. Warum nicht, ne? Das ist so abgefuckt mit den ganzen Items. Könnt ihr mal einfach hier in mein Inventar fliegen? Knockback-Effekt für die Tränen oder was das hier? Es ist es tatsächlich. Und was ist das andere? Ah, hier das. Continuously firing and charging tears for 3 seconds. Let's drop a butt bomb. Nee, 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 nee. Das ist mir jetzt, das ist mir zu doof. Der ganze Run ist schon total krank, aber das ist mir zu doof. Ach du Scheiße. Ja, dann gehen wir mal zum Boss, oder? Bleibt ja nichts anderes mehr übrig. Ist halt schon hart, was wir jetzt hier haben. Pass auf, ich zeige euch was Cooles. Jetzt werden wir sterben. Jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir tot. Hä? Oh, wir sind kein Guppy mehr, oder? Sind doch, aber sehr schwacher. Und Bandit bringt natürlich überhaupt nichts. Wir haben 2 Leben. That's key. Boah. Oh, und wir haben immer noch das Enlightened. Fuck yes. Fuck yes.
Komm, gib mir mal den Kompass oder sowas Gutes. Ja. Ich nehm's mal mit, aber es bringt ja, glaube ich, nichts, ne? Vielleicht erhöht das den Itempool und dadurch werden dann mehr von so Scheiß-Items gelöscht, anstatt den guten. Ich weiß es nicht, aber kann ja alles sein, ne? Ich habe so viele Victory Laps auf jeden Fall noch nie gemacht. Das steht fest. Aber es gefällt mir ganz gut, dass diese Magnetscheiße weg ist und das automatische Schießen. Small Rock wäre mir natürlich trotzdem lieber. Oh. Aufpassen, wir sind One-Hit tot. Ich hab die Shrink-Shots habe ich noch. Cool. Ja, sicher nehme ich die Whore of Babylon mit. Oh, ey, das ist so krass. Das Conjoint bleibt, glaube ich. Das ist aber auch ziemlich cool. Jetzt wäre Technologie, glaube ich, geil. Mit 3 Laserstrahlen dann. Wir können ja schon mal zum Boss gehen. Ja, der ist jetzt nicht so schwer. Oh yes, das war geil. Wir haben immer noch Cancer übrigens. Es gibt 2 Bosse hier. Brauchen aber trotzdem Tears up. Brauchen trinken Tears up. Das heißt, es gibt 2 Goldräume hier auf der Ebene. Ist natürlich die Frage, wo die sind.
Von was? Hä? Von was denn? Ach Mann. Ach, von der Bombe, ich Idiot. Ich bin so depp, ey. Might as well take it. Den T20 brauche ich jetzt. Jetzt brauche ich ihn. Jetzt kann er kommen. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Ah, hier war der ja, genau. Oh, das wird ein Ritt, ey. Ob wir das schaffen? Boah. Tour of Diamonds bringt mir jetzt nicht wirklich so viel. Feels like I'm walking on sunshine. Boah. Es ist mein letztes fucking Leben. Irgendwie passiert nichts, ne? Ich muss mir gerade mal gucken, was das Item macht. Weil das ist dann doch zu random. Der hier. One random pickup and a complimentary card. Oh. Ach so, schade. Ich dachte, das wäre was anderes. Und dann ist der ja total nutzlos. Dann brauche ich den ja gar nicht mehr benutzen. Okay, gut zu wissen. Dann... Da ist der Boss. Oh, ich habe bald Angst auf so einen Raum. Scheiße, ey. Genau für sowas hier. Wo ich dann nicht ausweichen kann oder wo irgendwas dann passiert. Boah, scheiße. Oder sowas, ja. Bleib auch hier stehen. Einfach vorsichtig kämpfen. Ich habe gerade gedacht, das wäre es gewesen. Ich habe gerade gedacht, das wäre es gewesen. Der Lost ist aber halt echt mies, wenn der kein Leben mehr hat. Das macht das sau schwer.
Ich hätte nicht gedacht, dass der Run so lang geht. Okay. Ich muss nur durchhalten. Alter, war das knapp. Leck mich am Arsch, ich muss hier weg. Ist jetzt Mom, oder? Nee. Oh, okay. Zweimal R ist halt auch nicht wirklich besser. Er ist ja eigentlich einfach, aber bei so viel Action hier, da kann immer mal ein Fauxpas passieren. Mach das scheiß Jera jetzt mal weg. Gibt's hier noch Luck ab? Nee. Ey, yo, let's go, würde ich sagen. Oh. Ich bin so angespannt gerade. Ich will da nicht lang. Ich muss da wahrscheinlich lang, ne? Yes, der D20. Ich will aber den D6 ist das jetzt, ne? Der D20 will ich haben. So war's. Das Spiel verwirrt mich jetzt schon. Scheiße, ich muss da jetzt durch. Jetzt könnte ich diese Walk-In und Sunshine-Pille vertragen. Mann, der muss weg.
habe ich denn die Six wieder? Genau den, den ich nicht will. Na gut, der hilft mir jetzt auch nicht so viel weiter. Vielleicht kann ich den ja rerollen dann mit dem D6. Ah, es war Leo. Ja, von mir aus ist mir scheißegal. Das Ding ist weg, oder? Ist das, The Hierophant. Das Furzen ist weg, oder? Ich traue mich nicht stehen zu bleiben, um das zu testen, aber es sieht so aus, als wäre es weg. Boah, ey. Oh. Noch ist das Game nicht gewonnen. Ja? Noch ist das Game nicht gewonnen. Oh scheiße, jetzt habe ich wieder diese Control Tears. Gab aber schon was Schlimmeres. Nimm mal. Oh. Boy. Friends till the end. Ich gehe zu ihm hier. Ist ja eigentlich egal, was ich mache. Ich hab wieder ein Dings. Oh, ist das geil, Alter. Book of Revelations. Aber das bringt mir nichts, weil ich bin immer noch The Lost. Bin immer noch The Lost. Oh, ich hab das Negativ jetzt nicht mehr, oder? Ich Idiot. Hab ich das jetzt das Negativ rerollt? Nee, hab ich noch. Schauen wir uns doch mal unsere neue Dings an. Oh yes, baby. Oh yes. Ich trau mich nicht, sie nochmal zu rerollen. Weil es könnte halt echt scheiße dabei rauskommen. Ich warte, bis ich Dings hab, bis ich noch eine Energie droppe. Der D20 kann, glaube ich, nämlich auch den Charakter rerollen, oder? War das nicht so? Das wäre nämlich genau das, was ich jetzt brauche. Ich meine, wir sind jetzt nicht schlecht, ne? Wenn der Run noch ewig weiter länger geht, dann kriege ich echt noch einen Herzinfarkt hier. Ja, wir haben aber ein Bonusleben. Das Problem ist, es kann halt auch immer Guppies Scheißding sein. Thank you.
Das war jetzt gerade das größte Glück, das man haben kann. Sacred Heart. Ich hoffe, ich habe das negativ noch. Ansonsten ist es halt nach dem Run mal vorbei. Aber es ist halt schon der fünfte, ne? Scheiße. Jetzt habe ich es versaut. Habe ich wieder Herzen? I have to try it. Yes. Ich kann zumindest welche aufheben, aber das heißt ja noch nichts. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal welche... Oh mein Gott. Ah ne, das nehme ich nicht mit. Das, die einzigste Konstante ist wirklich unser Trinket, ne? Scheiße. Oh, wir haben die fucking Dead Cat. Oh, wir sind immer noch lost, okay. Werden wir zu Dings? Nee, ne? Nein, okay. Oh, da ist er! Da ist er, die 20 und ich habe Recharge! Yes! Fuck yes! Fuck yes! Ja! Alter! Oh! Kann ich hier durch? Ja. Ich will nicht mehr rerollen, das ist gut so, wie es ist. Das wird nicht mehr rerollt. Es gibt einen fucking Shop hier, wie geil. Ich glaube, ich nehme das Necronomicon mit. Oder Book of Sins. Ja, ich nehme das Book of Sins mit, Alter. Sind wir jetzt ein anderer? Oh, das wäre so geil, wenn wir den Cherry Road hätten. Ich komme hier nicht mehr durch die Tür. Nein, ich bin tot. Als wer? Ne. Oh mein Gott, ich habe Herzcontainer. Oh mein Gott, ich habe Herzcontainer.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier war nichts, ne? Scheiße. Oh mein Gott! Lag ab auf 18. Könnten echt tückisch werden hier, die. Oh mein Gott! 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 Und da ist noch ein Herz! Das ist so geil! Hey Satan! Du Bananenvieh! Komm mal raus aus deinem Versteck! Das war er. Ich könnte es in Void, aber mache ich nicht. Sehe ich dann Victory Lab 6? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, den... Oh mein Gott, wir könnten immer noch zu Mega Satan. Und wir haben wieder Herzen. Wir sind nicht mehr The Lost. Ich weiß nicht, wer wir jetzt sind. Ich glaube, Samson. Ich glaube, mit Samson haben wir den auch noch nicht abgeschlossen. Und ich habe am Anfang noch alle Coins und Münzen gesammelt. Oh Gott. Da nehme ich mit. Das ist ein Item, ne? Wie kriegen wir das immer wieder hin, dass wir den Run retten? Oh, das war die Ukulele. Oh, Technologie, aber das... Nee, das mache ich jetzt nicht. Nee. Aber wie kriegen wir das immer hin, dass wir den Run noch retten? Oh. Bis hierhin. Unglaublich. Und schon wieder ein Steam Sale. Wir haben Rasierblätter, die grün sind. Das heißt, das müsste auch... Nee, Dollar ist das ja nicht, oder? Ah, das wird schon gar nicht mehr überschrieben. Aber es war wenigstens noch ein Damage-Up. Immerhin, ne? Man will sich jetzt auch nicht beschweren. Das ist so krank, ich muss das auf YouTube hochladen. Feels like I'm walking on sunshine. Ich hätte jetzt wieder gesagt, ich bin ja kurz vorm Sterben, aber ich muss nur mal gucken, was das ist. Aber das glaubt mir ja mittlerweile keiner mehr. Scheiße, Alter. Das ist der 7. Run. Gives Isaac a familiar class of milk, it follows him and spills on the floor upon taking damage. Gibt Tier Delay. Ja, aber es bringt mir ja nichts, weil das wird erst getriggert, wenn ich gehittet werde und das will ich ja nicht.
Es müsste eine Karte geben, die einen direkt zum Endboss teleportiert. Die müsste ich mir aufheben, damit ich hier zwischendurch einfach sagen kann, nee, das wird mir zu heikel, ich brech ab. Aber wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch. Ich bin froh, dass ich meinen Flug und meinen Guppi behalten darf. Und ich glaube, so Statues, Guppi und Beelzebub und so ein Scheiß, und das Bücherwurm und sowas. Ich glaube, das bleibt alles permanent am Leben, ne? Was passiert, wenn ich so schieße? Okay. Ich drücke halt die ganze Zeit einzeln, aber ich mach dann, denke ich, dann kann ich ja einfach durchschießen. Ich habe den Wafer. Ach, das ist, weil ich die... Ich habe doch noch diese Augen. Ich habe ja fast keine Items mehr. Und ich habe das Leaf-Ding. Das heißt, wenn wir jetzt krasse Famulas aufbauen, kann ich eigentlich gar nicht mehr sterben, weil ich dieses Unbesiegbarkeitsteil habe. Guck hier das. Ne? So, zack, platsch. Aber das bräuchte ich halt. Oh, scheiße. Da brauche ich halt erstmal ein paar gute passive Items für, die mir im Kampf helfen. Daddy Long Leg oder sowas zum Beispiel. Weil dann wäre ich jetzt wirklich durch. Und ein aktives Item brauche ich auch mal. Nein, danke. Gut, dass ich die Sensen eben aufgehoben habe. Man weiß ja nie, wann wozu man so brauchen kann. Ich würde gern, jetzt wo ich quasi festgestellt habe, okay, das lädst du auf jeden Fall auf YouTube auf dem Hauptkanal neu hoch, bin ich am Überlegen, ob es nicht vielleicht sogar Sinn macht, 10 Victory Laps zu machen. Damit wir quasi eine runde Zahl haben. Das war jetzt dumm, weil ich dachte, ich hätte es tauschen können. Naja. Haben wir wenigstens ein paar Pillen. Die sind ja auch jedes Mal jetzt irgendwie anders. Alter, ich werde ja mal größer. Ey, das klappt doch mir kein. Das klappt mir doch kein Schwein. Ich glaub's ja selbst nicht. Ich finde es echt schade, dass mittlerweile nicht mehr so viele Leute Binding of Isaac spielen, weil das Game ist halt echt krass. Nein, auf gar keinen Fall. Bolt of Steel. Bringt mir nichts. Da hat mich gerade irgendwas beschützt. Ich weiß nicht, was es war. Habe ich das Item, das ich jeden Raum einmal getroffen werden kann? Nee, ne? Das hätte ich doch schon gemerkt. Oh. Aber ich werde die ganze Zeit einmal getroffen. Noch ist es halt ein bisschen schwierig. Also am Anfang muss man sich halt wirklich zusammenreißen, ne? Und dann aber am Ende. Alter, ich habe heute Mittag gedacht, machst du mal einen Run. Heute Abend kannst du ja vielleicht nochmal livestreamen. Run besiegt, habe ich gedacht, ach komm, dann fängst du mal an, die Victory Laps mit aufzuzeigen. Spider Baby, okay. Denkst du, dann zeigst du mal die Victory Laps mit. Und dann ging der ganze Spaß auch schon los. Das ist natürlich krass.
Aber dann ist mein Cancer nicht mehr da und das ist dann doof. Die schweben einfach so durch den ganzen Raum. Voll geil. Leo bin ich auch nicht mehr, das ist sehr gut. Dann können wir schon weitermachen. Plazenta. Ja, das bringt mir halt alles nichts, diese Regeneration und sowas. Ich muss eigentlich auf die Toilette auch schon seit einer Stunde gefühlt. Aber ich habe keine Lust. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt aufstehe und eine kleine Pause mache, bin ich danach nicht mehr so gut wie vorher. Ach Mann. Und das wäre scheiße. Weil ich sitze gerade so fest geschnürt hier und perfekt getriggert. Speed up, das ist gut. Da sind wir nämlich fast zu langsam gewesen für meinen Geschmack. Und da ist schon der Boss. Ciao, Bandage. Primstone oder den Nagel, aber ich brauche beides nicht. Um ehrlich zu sein. Ich will den Itemraum natürlich auch nicht hinten rücks lassen. Hinten rücks lassen. Na komm raus. Paralysis, sehr gut. Boah. Irgendwann müsste ich doch mal alle Pillen entdeckt haben, oder nicht? Wenn die natürlich jedes Mal neu anfangen, ist das halt echt so eine Sache. Nee, danke. Obwohl, eigentlich könnte ich den auch noch mitmachen, oder? Oh, Alter! Nicht getroffen werden, nicht getroffen werden. Danke. Brauche ich alles nicht. Ich habe ja alles. Das Spiel meint es heute echt gut mit mir. Ach, scheiße, warum nehme ich die auch noch? Ich brauche Tears Up. Dringend. Oder nochmal Tammy's Head, den haben wir ja noch nicht oft genug gesehen, diesen Run, diese Runde. Ups. War jetzt auch irgendwie unnötig. Alter, 6 Victory Laps. Man braucht, also ich habe echt gedacht, wenn man nicht allzu viele dumme Fehler macht, dann ist es, relativ einfach, aber das stimmt ja nicht mal. Das ist ja nicht mal einfach. Alter, wir haben 20 Luck. Mir soll's recht sein. Es stimmt ja leider wirklich nicht mal. Es ist ja echt stellenweise ist es noch super schwer. Da ist der Goldraum. Super, danke. Dafür bin ich jetzt hier runtergelaufen, ja. Diese ganzen Victory Laps, die fügen eine komplett neue Dimension zu dem Spiel hinzu. Das ist so krass. Auf geht's. Wir waren jetzt so oft schon The Lost und dann wieder nicht mehr.
Muss auf das Mikro aufpassen, weil das hängt manchmal im Bild. Oh nein. Super sinnlos, den Raum hier zu machen. Oh, ich hatte gerade Bock drauf. Ich wollte die Pille ausprobieren. Feels like I'm walking on sunshine. Hallo. Kleiner. Ich habe immer noch ein Leben. Das will ich natürlich nicht verschwenden, aber ich weiß auch nicht mehr, was für eins das ist, ne? Also es kann natürlich mit ein bisschen Pech, kann es scheiße sein, kann es gut sein, ich weiß es nicht. Pulse of Steel. Das bringt mir auch nichts mehr. Boah, ey. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Power Pill ist besser als Balls of Steel, nehme ich die mit. Und ja, das brauche ich eigentlich auch nicht machen. Man denkt dann immer so, oh cool, Goldhaufen, den kann man ja noch benutzen. Aber irgendwie bringt er ja jetzt gar nichts mehr. Boah, ich komme langsam ins Schwitzen. Ich weiß nicht, wie viele Victory Laps wir noch schaffen. Wo ist der letzte? Ah, hier. Ich kriege auch langsam echt Krämpfe in meinen Händen. Oh. Definitiv die längste Isaac-Session. Spider-Baby. Neuen Status, das ist geil. Der wird ja mitgenommen in den nächsten Run dann auch. Sehr schön. Boah. Nimm ich mit. Nimm ich einfach mit. Und dann weiter geht's. Ach du Scheiße. Ich will nicht zu viel versprechen, aber der Run sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, ob ich noch einen siebten Victory Lap machen soll oder schaffe überhaupt. Kommen jetzt auch Spinnen aus mir raus, sehe ich das richtig? Das ist unglaublich, dieses Spiel. Boah! Knapp. Tears down am Arsch. Tears up, yes! Das war jetzt geil. Perfekt, jetzt haben wir wenigstens auch die richtige Pille dabei. Ja, Mann, wenn wir Tears up noch mehr kriegen. Oh, der Run wird echt wieder verdammt gut. Warum sammle ich eigentlich immer noch die Sachen auf? Wir haben 99, mehr gibt's nicht. Guck mal, jetzt mit den 7 Harbringers kann ich mich doch eigentlich. Habe ich noch? Das Blatt habe ich noch. Aber. Bumm, doch jetzt. Eigentlich müsste das noch funktionieren. Oh. Gut, was soll da. Oh, ich dachte, was soll da drin sein? Und dann ist da Infamous drin. Leck mich am Arsch. Alter, ich komme selbst aus dem Staunen nicht mehr raus. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe es weder irgendwo jemals schon mal gesehen, das, was wir gerade hier machen, noch erlebt. Und ich habe auch online je gelesen, nur der höchste war wohl 6 Victory Laps. Wenn wir den jetzt auch noch schaffen. Also ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich waren.
Nur was ich jetzt so gelesen habe, ich habe keinen Rekord gesucht oder so, sondern nur was ich so durch Zufall im Forum mal gesehen habe, wenn einer mal meinte, so, oh, ich habe 6, ich habe 4. Und 6 war das Höchste, was ich hier irgendwo gelesen habe. Ich meine, man muss ja auch echt bescheuert sein, um mehr zu machen. Das nimmt ja auch einiges an Zeit in Anspruch. Oh, ah ne, doch. Ich dachte gerade, der Boss Rush wäre weg. Er ist noch da. Und wir brauchen aber von den Items hier nichts, ne? Dann lassen wir das auch bleiben. Und eine Tiersabgabe. Ja, es wäre schon einfach, das hier zu machen, aber wir brauchen nichts von den Sachen. Das wäre dann nur ein unnötiger Tod, den wir vielleicht erleben könnten. Das ist ja nicht mehr menschlich hier. Und der Run sah echt scheiße aus am Anfang. Komm raus aus deinem Versteck. Jo, ich hab Zeit, ne? So. Oh. Der wird ja wohl irgendwann rauskommen, oder? Was ist denn mit dem? Ah, jetzt. Ich muss nicht mal was machen für den. Full Health. Sehr schön. Für welches Health? Ich hab doch kein Leben mehr. Ich brauche diese ganzen Sachen hier nicht einsammeln. Ganz ehrlich. Die Truhe ist... Aua. Die Truhe ist aua. Ach, der geht's auch nicht weiter. Wir haben 21 Lack mittlerweile. Ich würde gerne mal wissen, ob es da ein Cap gibt. Weil dann kann ich die Münzen ja noch aufsammeln. Vielleicht habe ich ja Glück. Neue Pille. Oh, one that makes you small. Yes. Yes! Ja, Mann! Verkleiner noch meinen Hitradius, ich liebe es. Das gibt's doch gar nicht. Bronzer Key, scheiß der Hund drauf. Danke, Infamous, hat mir gerade das Leben gerettet. So viel Glück kann man gar nicht haben in dem Spiel, ey. Oh, wir dürfen jetzt nur keine scheiß Items aufheben und müssen ein bisschen vorsichtig sein. Aber dann sehe ich hier eigentlich kein Problem. Sehr schön. Na! Ah! Das hätte es jetzt sein können. Das hätte es jetzt sein können. Balls of Steel. Mann, ich will das doch alles gar nicht. Den will ich. Weiß nicht, ob ich noch ein Speed-Up will. Ich meine, wir haben die Items ja alle schon. Obwohl, komm. Kostet ja nichts. Balls of Steel. Komm, ein bisschen Speed-Up geht noch, oder? Das wird ein langes YouTube-Video. Oh, scheiße. Ich sitze da nur da. Victory Labs, hä? Ach komm, ich wollte ja doch noch... Ich wollte ja doch noch die Münze. 23 Luck ab, natürlich. Und es gibt hier noch einen Arcade Room, der uns aber nicht sehr viel bringt, weil ich kein Leben spenden kann. Das ist der einzige Nachteil. Das oh, one that makes you small. Ich fress einen Besen. Was wir jetzt noch finden müssten an Items, damit der Run noch kranker wird. Ich weiß nicht, ich könnte mir Sacred Heart gut vorstellen.
Polyphemus wäre natürlich krank. Kann ich den einfach essen? Geht doch. Ja, und wir bräuchten halt eigentlich wieder... Wir bräuchten halt eigentlich wieder sowas wie den D20, damit wir nicht mehr lost sind. Aber ich, gerade ist es eigentlich fast schon egal, was wir sind, wer wir sind. Weil es so gut läuft. Und wir haben eigentlich gute Items, deswegen will ich die nicht rerollen. Game Mom, lass dein Herz verbluten. Und tschüssi! Und er geht schon wieder hin zu Satan. Leck mich am Arsch, ey. Ich muss gerade mal was gucken. Ich würde gerne mal wissen, ob der Lost in Isaac, ob der unendlich Boss, also Satan-Deals machen kann. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ich gucke das gerade mal nach. Unlocking the Lost, das haben wir ja alles hinter uns. Bla bla bla. Dying in a Sacrifice, holding a missing post. Man kann doch gar nicht im Sacrifice Room sterben, oder nicht? Das muss ich echt aufpassen. Ja, eigentlich ist es halt total unnötig, weil jedes Mal, wenn wir... Ich meine, wenn wir sterben, wir haben... Hä? Das ist halt technisch jetzt... Interessant, weil jedes Mal, wenn wir ein Item aufheben, kriegen wir eigentlich 3 Herzen abgezogen oder halt je nachdem, was es kostet im Satanraum. Aber wir haben ja keine Herzen mehr. Und es gibt ja, Lost hat ja keine. Must be depleted before the intended death, as death will have an afterlife that counts as a game loss. Okay, keine Ahnung. Ich denke, wir machen einfach mal weiter. Wir haben ja zum Glück noch ein Herz, falls wir sterben sollten, mal aus Versehen. Nein! Yes! Ach, hier ist der Ende. Ups. Nehme ich mit, bringt mir aber nichts. Ach komm, gib mir die Münzen. Vielleicht komme ich ja noch auf 100 Luck ab oder sowas und... Aua. Ich habe scheinbar wirklich dieses Item, dass ich einmal in jedem Raum getroffen werden kann. Ich glaube, ohne das wäre ich nämlich auch schon längst tot. Oh mein Gott, one that makes you small. Wie klein kann man werden? Unsichtbar, glaube ich. Ich habe das mal ausgetestet. Penny Tears! Jetzt kriegen wir noch mehr Münzen, obwohl wir eigentlich schon genug haben. Boah, ich kann ihn langsam nicht mehr steuern, so schnell und so klein ist der. Das ist so viel Geld. Dass es keine Shops mehr gibt für Donation-Maschinen, ist echt scheiße. Oh mein Gott. Carved Horn. Noch mehr Damage ab. Aber Damage ist eigentlich noch okay, ich bleib lieber bei Cancer. Hey Satan, how you doing? Hey ho, let's go! Na, alles klar? Ich darf auf keinen Fall sterben. Dann. Als ob ich jetzt den Tearstone mitnehme. Da sind wir.
Schon wieder. Oh. Ja, oh mein Gott, ich meine, ne? Kostet ja nichts. Ich nehme die beiden, die Herzen einfach mal alle mit, falls es ja potenzielle Herzen gibt. Oh, da ist eine Bombe. Oh, was macht das? Wie gesagt, ich heb nichts mehr auf, ohne zu wissen, was es macht. Drei Seelenherzen, wenn man einmal wenn man einmal getroffen wird, reduziert es die, den Schaden, den man bekommt für den Rest des Raumes, was natürlich auch unnötig ist, aber die drei Seelenherzen nehme ich mit. Auch wenn sie überhaupt nichts bringen. Das komplette Item hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Aber naja. Hey, Sintu, danke für die Limone. Schön, dass du wieder da bist. Hier wird es gerade echt krank. Oder hier ist es gerade echt krank. Wir machen quasi unendlich Binding of Isaac Runs. Das kann man quasi machen, indem man den kompletten Endgegner hier von Satan besiegt. Also das Lamm. Lamp heißt der. Toxic Aura Tears. Seh ich doch. Und da kann man halt jedes Mal, wenn man den quasi immer wieder macht, kann man jedes Mal von neu anfangen. Und ich habe, glaube ich, das Gefühl, wir stellen hier gerade einen neuen Rekord auf. Weil, was ist das hier? Weil wir sind schon bei 6 Victory Laps und es wird halt jedes Mal viel, viel, viel schwerer. Was ist das für ein Item? Darf ich das mitnehmen? Will ich das mitnehmen? Da ist es. Oh! Während man schießt, bekommt man eine grüne Aura, die einen die Gegner vergiftet. Ja, dann nehme ich das doch mit. Brainless. Ja, guck mal. Ach, das Item ist das. Ach, cool. Oh. Das Item kenne ich zwar, aber ich habe es selbst noch nie benutzt. Was ist das? Oh Mann, ey. Ja, ich habe es gemerkt. Du warst irgendwie auf einmal aus dem Game draußen und das also, kamst auch nicht mehr wieder. Ich habe nämlich erst noch kurz auf dich gewartet in CSGO. Aber kann man wohl nichts machen. Lässt sich ja bestimmt nochmal wiederholen. Boah, ich bin schon seit 3 Stunden an diesem einen einzigen Isaac Run dran. Das glaubt mir doch keiner. Ey, das ist jetzt so ein Familiendings, das brauche ich, also so ein Begleiter, den brauche ich nicht. Ich brauche ihn hier. Powerpill. Hat jetzt irgendwie nicht so den Sinn gemacht. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Victory Lap 7! Ich gehe mal kurz auf die Toilette. Ich warte jetzt gerade schon seit einer Stunde, dass ich endlich kann. Ich flitze nur mal ganz schnell und schütt mir gerade noch einen Kaffee ein. Ich bin sofort wieder da. Aber, Alter, Victory Lap 7! Und es wird immer schwerer. Es wird immer fucking schwerer. Je mehr man macht. Leck mich am Arsch, ey.
Mein Arsch tut schon weh vom Sitzen, wie in so einer langen Flugzeugreise. Boah. Ob wir 8 Victory Laps hinkriegen? Wir haben, sieht so aus, als hätten wir die guten Items behalten. Hey Gebke, vielen Dank für dein Follow. Es ist unglaublich wahnsinnig, was hier gerade passiert. Hä, den haben wir doch. Hatten wir. Nimm ich direkt wieder mit. Ist das geil, Alter. Ist das geil. Es ist so krank einfach. Na, was? Ah, ich denke mal, dann war es das jetzt mit der Glückssträhne.